Willkommen zum XXL-Verstecken im Wasserpark. Oh, wir sind heute 6 Verstecker. Ich bin der Sucher und ich werde euch alle finden. Ihr habt richtig gehört, wir spielen Verstecken in einem riesigen Wasserpark und ich bin heute der Sucher. Dafür werden sich Leute aus der Mannschaft verstecken. Auf die Plätze, fertig, los, ihr habt 10 Minuten. Jetzt geht's los. Oh. Viel Erfolg, wir sehen uns. Okay. Nie wieder. Lauft, lauft. Ich weiß nicht, ob Taki die Regeln verstanden hat, aber ich bin mir sicher, Mo hat sie nicht verstanden. Und der spricht unsere Sprache. Junge, 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 Junge. Ich werde das machen, ja? Mit Kopfschmerzen. Okay, also hier gehen wir auf jeden Fall nicht. Hast du schon klar? Ich wollte eigentlich hierbleiben, aber du sagst ja, bitte nicht hierbleiben. Das ist meine Maximalgeschwindigkeit. Mehr geht bei mir nicht. Die Zeit läuft. Die Kollegas sind auf und davon. Ich warte jetzt hier 10 Minuten und dann habe ich eine Stunde Zeit, um hier ganz Aqualand abzusuchen. Das Aqualand besteht im Grunde aus 2 Teilen, der Saunawelt und der Badewelt. Diese Bereiche haben wir nochmal in 5 Zonen unterteilt. Alle 15 Minuten wird eine Zone von mir geschlossen. Wer sich da drin versteckt, muss diese Zone dann verlassen. Das beste Versteck ist tatsächlich das hier und ich werde versuchen, da reinzugehen. Junge, was machst du? Erstmal am besten so weit weg von Spidey wie möglich. Magst du mir kurz helfen, Tom? Ich weiß nicht, ob das was wird, aber es könnte sehr crazy werden. Man muss das ja safety abmachen können. Wow. Guck mal. Kann man reingehen, wenn wir den Mülleimer rausholen? Ja, hol mal raus. Die Frage ist, fass ich da rein? Der fasst sich rein. Ich glaube nicht, dass ich hier reinpasse. Nein! Ey Mo, geh du mal da rein. Ja, du passt vielleicht rein. Du passt vielleicht wirklich da rein. Das maximal ranzig, oder wie das ja, du bist auch maximal ranzig. Versuch mal. Der muss aber irgendwie zubekommen. Ja, ja, wir kriegen das schon zu. Bruder, du passt da wirklich rein. Lehn dich ein bisschen nach hinten. Nee, wir müssen da zubekommen. Es tut mir leid, Delfin, du wärst so geil gewesen, ey. Junge, Junge, das wäre das Versteck gewesen. Ich bin wirklich der schlechteste Sucher. Letztes Mal auf dem Schiff konnte ich, glaube ich, niemanden finden, bis auf eine Person. Deswegen ist jetzt hier Zeit für mein Comeback, meine Rache. Ich muss wirklich alle von denen finden. Wir sind jetzt hier in der Rutschwelt. In die Rutschen dürfen wir nicht, aber auf die Rutschen können wir. Deswegen erstmal hier hoch. Oh, Spidey von da außen, den sehe ich schon. Ich glaube, ich gehe einfach mal ganz nach oben. Yes, 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 yes. Planänderung, Freunde. Ich gehe wieder ganz nach unten, weil... Schaut euch mal das Becken hier an. Ich glaube, da verstecke ich mich drin. Holz, ich weiß nicht, was du machst, aber ich entführe jetzt den Mo mal. Ja? Ja, ja. Hau rein. So, Mo, du hast ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten bei diesen Versteckenspielen. Manchmal voll gut. So den Regeln zu folgen, ne? Aber weil der Mo immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat, helfe ich dir jetzt mal ein bisschen, okay? Lachte. Wir gehen jetzt erstmal wohin, wo du auch hin darfst. Leider bin ich ein wenig zu fett. An dieser Stelle auf jeden Fall danke ans Aqualand in Köln. Grüße gehen raus. Ehrenvoll, dass wir das hier machen können. Ich glaube, das wird ein richtig nices Video. Deswegen lasst jetzt schon mal ein Like da. Yes, hier, 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 hier. Guckt euch bitte diesen Jungen an. Ihn sieht man noch gar nicht. Sehr guter Versteck, sehr gut. Oh, hier ist ja alles noch voller Wasser. Und wir müssen ja eine Stunde warten. Ich glaube, doch keine gute Idee, da mit Klamotten ins nasse Becken reinzugehen. Nee, 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 nee. Hier sieht man auch jetzt nochmal, hier ist der Moment, wo wir angefangen haben. Rutschenwelt und die ganz normale Badewelt. Und wir gehen nirgendwo davon hin, denn wir gehen nämlich nach draußen zur Saunawelt. Hier sind wir jetzt in der Saunawelt. Es gibt ja wieder verschiedene Bereiche. Ich spiele jetzt hier in der Saunawelt. Aber hier ist eine Hitze drin, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier sind wir angekommen. Das ist der Ort, wo ich mit Mo hin wollte. Hier ist die Sauna-Außenwelt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr froh, dass ich heute nicht suchen muss. Letztes Mal bei Time Erding musste ich ja suchen. Lukas, viel Erfolg. Es ist auf jeden Fall nicht leicht. Digga, diese Bereiche sind hier so groß, ne? Jetzt bin ich hier einfach in so einem Zen-Garten. Guck mal hier, was es hier bitte alles gibt. Also, wie ich das verstanden habe, sind ein paar der Saunen an. Deswegen gehe ich nicht in eine Sauna, sondern woanders hin. Da ist auch schon der Holzi. Er hat mehr oder weniger dieselbe Idee gehabt wie ich. Guck mal, hier kommt man von dem Badebereich in diesen draußen Saunabereich, der übrigens sehr, sehr clean aussieht. Und da hier, sehr gutes Deutsch, ist auf jeden Fall eine Treppe, die so ein bisschen versteckt ist. Die ist, glaube ich, ganz geil. Ich glaube, da könnte ich als Maulwurf mich vergraben gehen. Ey, hier ist Holzi und da ist Boris. Junge, was ist denn hier los? Leute, seid mal ehrlich. Guck mal hier. Dahinter, Digga. Geht eigentlich, ne? Das ist schon nicht schlecht. Also, kann sein, dass er hier halt hier guckt. Es ist einfach 8 Uhr morgens, Alter. Eigentlich drehen wir hier das Video extra, bevor Aqualand aufmacht. Das heißt, es sollte eigentlich niemand da sein. Aber ob wirklich niemand da ist? Ja gut, hier kommt man nicht so gut durch. Aber da schaffe ich es, glaube ich, noch irgendwie durch. Das mit dem Delfin hat ja nicht geklappt. Aber jetzt muss ich wenigstens hier irgendwie durch Busch kommen, ne? Ich glaube, ich bleibe einfach bei dem Gebüsch hier.
dahinter. Ich hoffe, ich mache nicht wieder irgendeinen Unsinn. Hier ist so ein schönes Bild. Ich glaube, hier kann man ein bisschen reinsteppen. Ui, 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 alles nass. Nee, das gefällt mir nicht. Ich muss woanders. Ich hab Panik jetzt. So, das hier ist jetzt tatsächlich mein Versteck. Ich glaube, von außen ist sehr, sehr schwer, mich zu sehen. Aber wenn jemand von da oben auf den Boden guckt, dann sieht er halt das hier, ne? Ich glaube, ich habe mein Versteck gefunden. Ja, kann man schon machen, ne? Schon gut. Das Ding ist, die Chance ist ja todeshoch, dass er den Bereich eh irgendwann sperrt. Aber ich glaube, für die ersten 15 halbe Stunde bin ich, glaube ich, safe. Man muss aber dazu sagen, Spidey ist legit hier. Er könnte auch einfach hier rüberlatschen. Es könnte sein, dass ich wirklich in 2 Minuten gefangen bin, aber es ist ein wirklich gutes Versteck. Mo, ich würde sagen, geh auch hier in die Sauna, weil geh hier irgendwo hin. Hier gibt es viele Büsche, geh irgendwo hin. Okay? Ich mache ein safes Ding. Wenn du was gefunden hast, dann schreibst du mir gleich. Okay. Bis gleich. Mach ich. Ich denke, es muss aber irgendwas mit dem Busch sein. Weißt du was? Ich bleibe aber hier. Hier ist ein Stein. Da kann ich mich drauf hocken. Von Wind und Regen geschützt. Und hoffentlich auf was Weide. Ja, Tom hat es schon vorgemacht. Ich muss auch was Safes gucken, suchen, finden. Ich setze darauf, dass er nicht direkt halt die ganzen Ecken und Kanten absuchen wird, draußen zumindest. Und gehe jetzt einfach da rein, quetsche mich da irgendwie durch und schau mal, ob das dann passt. Ne? Dann gehen wir mal rein da. Ja gut, das habe ich jetzt nicht bedacht, dass hier so ein Hinterding ist. Ich bin offiziell in meinem Versteck. Ich muss zugeben, es ist maximal ranzig. Hier sind bestimmt irgendwelche Viecher, aber... Bruder, die Chance, dass er mich hier sieht, ist wirklich sehr gering. Also wünscht mir Glück. Wenn ich mich hinstelle, habe ich hier ein Guckloch und guck mal, wenn ich da entdeckt habe. Hello there. Erkennt ihr den Kollegen da drin? An dieser Stelle, in dieser Position, koppt euch auf jeden Fall diesen freshen Merch. Wir haben ihn heute hier natürlich alle an, um ihn zu representen. Checkt einfach den ersten Link in der Beschreibung aus. Dann kommt ihr da hin und gönnt euch ein bisschen was von dem nicen Zeug. Und bald kommen auch Trikots raus, Leute. Deswegen immer up to date bleiben, ja? Auf mein Merch. Die Jagd hat offiziell begonnen. Wir ziehen durch. Boah, Junge, Junge, Alter. Ich werde jetzt erstmal straight nach innen gehen. Ich denke nicht, dass sich hier jemand draußen versteckt. Oh. Spidey, komm. So, Leute, jetzt geht's los. Spidey, komm, Spidey, komm. Der Spidey ist auf dem Weg. So sieht's bei mir endgültig aus. Unter einem nassen Baum. Hoffen, dass der Spidey hier nicht reinguckt. Okay, entweder gehen wir jetzt erstmal rein oder ganz sneaky hier natürlich die Absperrung erstmal umgehen. Damit checken jetzt die Rutschen ab. Mo? Ah, kein Mo. Hier gibt es schon. Boah, das ist ja überkrass. Hier gibt es schon sehr nice Verstecke auf jeden Fall. Ey, das ist einfach diese Falltür hier. Junge, Junge, das wäre lackig, wenn hier einer drin wäre. Scheinbar ist hier wirklich niemand. Niemand bei den Rutschen. Seid ihr doch besser versteckt, als ich dachte. Ich bin Kratz. Okay, hier vor mir ist jetzt der Innenbereich. Und ich sehe da einige Leute, die aber auf jeden Fall nicht aus unserer Mannschaft sind. Noch ist alles ruhig. Kam wohl noch nichts hier vorbei. Wir gehen jetzt in die Saunawelt. Also hier sind so viele Leute. Hier sind so viele Leute im Wasser. Das ist ja richtig, richtig unangenehm. Erste 10 Minuten überlebt. Ist jetzt noch kein Lebenszeichen von Spidey. Aber hier ist diese enorme, riesige Welt. Ich glaube, der muss erstmal hier alles abklappern, bevor der dann diesen Busch findet. Ich bin ja auf der Suche nach der Saunawelt, ich finde die aber irgendwie nicht. Jetzt bin ich im Dschungel gelandet. Ich sag ehrlich, geil. Oh, oh, du Scheiße. Ich sag ehrlich, geil, aber ich finde niemanden. Knarre, Alter, so baller ich die ab. Ey, das gibt's doch nicht. Ich finde wirklich niemanden. Es wird wieder wie auf dem Schiff und im Europapark, Leute. Die Geschichte wiederholt sich. Spidey findet niemanden. Mo, kannst du mich gucken? Hab dich gefunden. Junge, Junge, very, very easy. Easy. Wir haben es rausgeschafft in die Saunawelt. Hallo? Oh, Leute, das ist nicht ohne hier, Alter. Das ist nicht ohne. Es könnte sein, dass ich wirklich in 2 Minuten gefangen bin. Alter, die könnten überall sein, ne? Das ist so krass. Das ist so krass. Das alles. Kann eines Tages. Ein Abonnenten gehört. Lass auf jeden Fall ein Like dafür verstecken. Damit wir in mehr crazy Locations verstecken drehen können. Uns macht's Bock und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Lasst ein Like da. Also Leute, wirklich Ansage. Wenn ich Taki hier in seinem ersten Verstecken-Video nicht finde, ist das erste Mal, dass er Verstecken mitmacht, dann bin ich wirklich der schlechteste Sucher aller Zeiten. Und diesen Meli muss ich auch finden. Der wurde letzte Mal im Versteck nach einer Minute gefunden. Digga, er war krank.
Alter, mein Herzkopf so schnell, der wackelt. Ja, auch hier. Ja, der ist ich kann mir sogar vorstellen, dass Holzi sich einfach in einer Sauna versteckt. Die Heusauna. Ach du Scheiße, ist das warm hier, Alter. Aber wir wissen auch, wir haben auch Leute, die riskieren auch Kopf und Kragen für versteckte Videos. Ich kann schaufeln. Ich kann schaufeln. Du kannst schaufeln. Wir können schaufeln. Yes! Es wird Zeit, den ersten Bereich zu schließen. Und zwar schließe ich das alles außen hier. Die Zone wird verkleinert. Das heißt, die Jungs haben jetzt Zeit, diese Zone hier zu verlassen. Let's go. Oh nein, eine Zone wurde geschlossen. Zone 2 ist zu. Das ist die Zone, in der wir sind. Perfekt. Okay, shit. Meine Zone wurde geschlossen. Heißt, ich muss jetzt hier raus. Ich muss raus. Zone 2 out. Zone 2 out. Aber ich Zone 4 und Zone 5. Yes. Ich schlau. Spidey hat in die Gruppe geschrieben, dass unsere Zone, der Außenbereich hier der Saunawelt, geschlossen wird. Das heißt, raus aus diesem Versteck. Er war gar nicht hier. Für die ersten Viertelstunde hat es gut gehalten. Aber jetzt brauchen wir was Neues. Und zwar schnell. Das kann nicht sein. Er hat meine Zone geschlossen. Wie kann man so viel Pech haben? Boah, Junge, Junge. Was mache ich hier? Mo getan. Ey, Junge, wir sind alle in Zone 2. Guck mal, der Tom ist da, der Mo ist da. Da ist Boris, da ist Holzi. Wir müssen uns jetzt schnell was anderes aussuchen, ne? Schnell rein. Digga, der hat uns gerade so hops genommen. Ja, wir müssen schnell. Schnell, schnell, schnell. Junge, das kann doch nicht sein. Alle hier, alle auf einem Fleck. Im Flur wird nicht gerannt, Leute. Rennt nicht im Aqualand rum. Das dürfen nur wir heute. Jetzt schnell was finden, Mo. Weißt du, Tom? Nee, aber ich pass auf dich auf, weil du machst jetzt alles richtig. Du warst in Zone 2, jetzt gehst du in die nächste Zone. Siehst du, so bei Verstecken musst du dich vielleicht einfach an mich halten. Ja, guck, wie viele hier sind. Nur alle waren in diesem Bereich und keiner wurde gefunden. Also der Außen-Saunabereich war anscheinend sehr beliebt. Die Idee ist jetzt folgendes. Ich werde mich unter diesen Dingern da verstecken und hoffentlich nicht gefunden werden. Mal gucken, wie ich da jetzt überhaupt reinkomme. Shit. Junge, Junge, Junge. Und hier ist halt noch überall Wasser. Ich glaube, genau da, genau in diese Mitte werde ich jetzt reingehen. Und davon, von da muss halt der Spidey kommen. Also okay, eigentlich ist da ein rotes Band, aber das gilt natürlich nicht für uns, Leute. Ey, wir können jetzt auch nicht alle gehen, wir können nicht alle gehen. Oh, Junge, 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 ist das hier ein Geranne. So, jetzt sind wir hier. Ich habe mir überlegt, hier drauf zu gehen und das dann einfach dahin zu legen, ohne runterzufallen, ne? Jetzt sind offiziell nur noch 4 Zonen im Spiel. Das hier alles ist gesperrt. Ich hoffe, alle, die hier waren, haben ein neues Versteck gefunden. Aber eigentlich sollen die easy zu finden sein, denn die haben ja immerhin den besten Merch, an den es gibt. Brotato Gang Merch. Link in der Bio zum Shop. Koppt euch euer T-Shirt, damit ihr so fresh seid wie wir. Und ich werde jetzt weitersuchen und jetzt meinen ersten Catch machen. Ich guck mal hier oben. Boah, hier ist aber nichts hier oben. Das sieht zwar geil aus und so, ne? Aber wo willst du dich hier verstecken, Digga? Boah, du könntest dich da drunter legen, ne? Okay, ich glaube, das machen wir sogar. Oh, oh, oh. Ich hab Versteck, ich hab Versteck. Ich gehe da in die Ecke. Oder, also da kann ich mich nicht finden. Gehst du da drunter? Ich geh hier nach unten in so eine Ritze. Oder ich will auch hier drunter gehen. Ja, mach, mach. Okay. Viel Glück, der findet dich, wenn er als erstes. Okay, Holzi ist hier oben, ich bin hier. Viel Glück, viel Glück. Wenn er einen von uns findet, wird er wahrscheinlich den zweiten. Oh mein Gott, was ist das für ein Einsatz, Leute? Oh, sieht super aus, fühlt sich toll an. Leute, lasst ein Like da. Okay, es geht jetzt offiziell weiter. Zum Glück habe ich keine Klaustrophobie. Guckt euch mal an, wie das bitte aussieht. Ja, so sieht das hier aus. Das ist das Problem, wenn man die Verstecke wechseln muss. Du hast halt echt kaum Zeit, um ein neues gutes Versteck zu finden. Und du musst jetzt hier einfach improvisieren. Aber, also wenn ich hier so runtergehe, könnte man schon machen. Und ich höre auf jeden Fall, wenn er kommt. So, dann halt wieder zurück ins Schwimmbad. Erstmal hier auf eine kleine Aussichtsplattform. Irgendwann werde ich Glück haben. Mo? Ah. Ja, Digga, ich bin jetzt wieder der Dumme vom Dienst. Ich laufe jetzt einfach die Rutsche hier hoch, weil ja, jetzt bin ich schon hier drin. Ich muss jetzt darauf setzen, dass die Rutschenwelt als letztes zugemacht wird oder der halt die Rutsche nicht hier hochkommt. So, und jetzt sitze ich halt hier auf so einem Ring und gleichzeitig, weil mein Hintern im Wasser ist, auch ein bisschen meine Füße, ist mir auch ein bisschen kalt. Also ganz komische Situation, egal. Es geht weiter. Ich bin jetzt hier hinter diesem Baum und kann dann hier zwischen diesen
Bäumen schauen, wann der Speedy kommt. Er lasst auf Ehre ein Like da, schaut mal hier, voll in den Brennnessel. Ich weiß ja wirklich nicht, ob ich blöd bin, aber ich dachte, ich hätte jetzt alles abgesucht. Ich glaube, er kommt hier hin. Das ist ja auch wieder so ein mega Versteck, Alter. Alter! Ey, aber wirklich gutes Versteck. Wirklich gutes Versteck. Du bist der Erste, den ich gefunden habe. Oh nein. Scheiße. Ja. Zwei. Wenigstens einen gefunden. Es fehlen ja nur noch fünf. Junge, Medi wurde gefunden. Der Erste, der gefunden wurde. Ja, nach fast einer halben Stunde. Und ja, mal sehen, welche Zone als nächstes geschlossen wird, ne? So wie ich das mitbekommen habe, ist der Meli gefunden, die erste Person wurde gefunden. Hauptsache nicht als erstes gefunden, jetzt ist alles gut. Ich schwitze wie ein Schwein. Junge, ich fühle mich wie im Dschungel. Ganze Zeit diese Vögel. Ich kann auch nur noch ans Vögeln denken. Oh Mann. Junge, dieser Holzi ist da oben am Reden. Der ist nur am Reden, ich höre den die ganze Zeit. Holzi, hör auf zu reden! Und Mo ist scheinbar in eine Rutsche gegangen, in eine Rutsche. Ah, diese Regeln sind immer schwierig. Eigentlich haben wir gesagt, ohne Rutschen, Mo ist wieder in Rutsche. So Mo, du hast ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten bei diesen Versteckenspielen. Manchmal voll gut. So den Regeln zu folgen, ne? So wie ich mir Mo vorstelle, ist er wahrscheinlich mitten in Rutsche und muss da gleich evakuiert werden. Tatsächlich muss ich wohl oder übel jetzt nochmal die Rutschenwelt absuchen. Guck mal, was Mo mir gerade schreibt. Sind jetzt Rutschen erlaubt? Junge, Junge. War ja nicht ausgeschlossen. Es ist so geisteskrank warm hier. Irgendwie will ich das Versteck schon wieder wechseln. Ich bin mir so sicher, dass ich hier gefunden werde. Wo genau bist du denn im Rutsche, Kollege? Ja, ich bin sehr hochgelaufen, einfach nur. Ich hoffe, Mo hat ein gutes Versteck gefunden. Ich höre hier auf jeden Fall wen reden, aber keine Ahnung. Ob das ein Mitarbeiter ist oder irgendwelche Dalaums. Mo, wie geht's denn so, Mo? Alles gut? Alles gut, Mo? Hat er dich gefunden? Oder zeige dich meine Kamera, ja? Oder wenn er auf dein Handy guckt, dann sieht er, wo ich liege. Ich hab doch gesagt, ich höre hier wen. Ja, Mo, du bist gefunden, ne? Ja, viel Spaß an, Kollege, ne? Tom schreibt mir gerade, dass ich wohl sehr laut rede. Ich versuch's da mal ein bisschen leiser zu machen. Ich hoffe, die Vögel sind ein bisschen lauter. Der Tom schreibt mir schon so, Junge, willst du mich verarschen? Du schreist hier unten mal rum, Junge, willst du uns hier raushauen? Dieser Mo, Alter, der hört wirklich nie zu. Mo gefunden, das ist der Zweite. Wir sind da, Leute. Junge, ich saß da so gut, nicht einsehbar. Dann der Holzi, der sagt dann, ja, wie weit bist du reingelaufen? Ich wollte so aufstehen gucken. Ja, auf einmal ist der Zweite da. Super, ne? Dann war es dann mal wieder. In der Zwischenzeit, wo ich hier in der Rutschenwelt jetzt auf jeden Fall zwei Jungs gefunden habe, ist wieder eine Zone geschlossen worden. Der Bereich ist wieder kleiner geworden. Jetzt ist alles, was mit Sauna zu tun hat, zu. Und jetzt habe ich noch eine halbe Stunde, also die Hälfte der Zeit, für die restlichen Jungs. Ja gut, Mo wurde dann doch gefunden in der Rutsche. Zum Glück hat Spidey danach geguckt. Die nächste Zone ist geschlossen. Diesmal ist es nicht die Zone, in der ich mich befinde und in der sich Holzi befindet. Und Mo ist einfach raus. Hat der Nigger geschrieben. Mo, Digga, was hast du getan? Hier habe ich ja angefangen, hier draußen. Tatsächlich habe ich hier aber noch so gut wie gar nicht geguckt. Jetzt habe ich Glück gehabt. Zone 1 wurde geschlossen. Das heißt, ich bin in Zone 4. Ich darf hier bleiben. Der Mo wurde auch gefunden. Das heißt, wir rücken dem Finale immer näher. Wir gehen mal ganz da hinten in diese Ecken. Ja, okay. Die Frage ist natürlich, wo hört das Ganze hier auf? Wir rücken dem Finale immer näher. Ah! Der hat so Clash Royale. Junge, ich war gerade am Gewinnen, Mann. Ja, der Dritte gefunden. Taki, Holzi, Tom. Die drei noch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Taki so ein japanischer Hide-and-Seek-Master ist. Boris wurde gerade auch gefunden. Das heißt, Holzi und ich machen wirklich einen guten Job hier hinter unseren Rutschen. Also, Shoutout an Holzi. Digga, jetzt ist auch noch Boris raus. Jetzt sind es nur noch Tom, ich und ich glaube Taki. Also, man kann sagen Halbfinale. Danach ist Finale. Junge, hier war ich noch gar nicht drin. Das ist einfach eine fremde Person, so am Chillen, am Baden. Ich wollte schon so schreien, hab dich. Hier in diesem Bereich war ich ja schon. Aber
Man muss trotzdem noch mal abchecken. Treppen über Treppen. Digga, ich dachte gerade, ist er wirklich weitergelaufen? Junge, guck mich mal an, ich sterbe, Alter. Stark, nur noch Holzi und Taki. Ist das gerade wirklich passiert? Freunde, ist das gerade wirklich passiert? Aber das war klar, da musste einer sein in diesem Versteck. Das war zu gut. Dieses Versteck war zu gut. Oh mein Gott, guck mal bitte an, wie ich aussehe. Spidey hat gerade den nächsten Bereich geschlossen. Der hat zwar nicht diesen Bereich hier geschlossen und eigentlich müsste ich hier drunter weiter verkauern. Aber das Ding ist, ich habe gesagt, ich werde jetzt nochmal wechseln, deswegen wechsle ich. Ich brauche auch jetzt mal dringend eine Abkühlung. Deswegen geht es für mich jetzt rein ins Schwimmbecken. Das habe ich mir auch mal verdient. Ne? Wir machen Versteckenspielen im Schwimmbad, nicht auch nicht einmal im Wasser. Wir sind jetzt offiziell im Finale. Taki und Holzi vs. Spidey. Noch 15 Minuten auf der Uhr und es ist nur noch die Rutschenwelt und innen der Pool auf. Es ist trotzdem noch sehr, sehr groß. Einer wird hier gewinnen. So viel out. So viel out. So hier out. So. Zurück. Vier. Puh. So ich diese. Hier. So, ganz schnelle Welle. Wir packen hier einfach jetzt straight meine Sachen hin. Das Ding ist, mit der Glatze, mit der Frise, falle ich doch jetzt bei den Rentnern nicht auf. Ich mache mich jetzt einfach unter die Leute, ne? Und mal schauen, ob das was wird. Und hier sind auch schon andere Leute. Und dann drehen wir mal hier so ein bisschen, ne? Eine Runde, ne? Ja, ja. Und wenn Spidey kommt und irgendwo guckt, kann ich immer noch den machen. Hier sehen wir noch einmal die Loser, beziehungsweise ihr habt es auch gut gemacht, bis auf den einen oder anderen. Und jetzt startet das Finale, Leute. Wir sehen uns, 15 Minuten Zeit. Aber warte mal ganz kurz. Halt mal bitte kurz. Es wird Zeit, Leute, Baywatch Style. Ich glaube, wir müssen jetzt ins Wasser. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Der eine oder andere wird im Wasser sein. Was machst du? Was machst du? No offense, ne? Aber hier sind irgendwie nur so Rentner schwimmen, Alter. Es ist schon ein bisschen unangenehm. Hier sieht man es vielleicht besser. Diese ganzen Leute hier. Kein Bock, hier eine Anzeige zu kriegen wegen Belästigung, Alter. Ich habe hier eben schon fast so eine Oma in der Salzgrotte überrascht. Hat fast Herzinfarkt bekommen. Mein Handy liegt im Ufer. Wir gehen auf letzte Mission. Ist warme Wasser, obwohl hier nicht mal Kinder gerade sind. Oh. Nock ist gegangen. Ich habe keinen Plan, wo Holzi und Taki sind. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich gehe jetzt ins Wasser. Das ist das Unangenehmste, was ich je gemacht habe, Alter. Aber als ob hier Taki so eine Stunde unter Wasser ist, Digga. Was ist das denn hier eigentlich? Junge, Junge. Nix und niemand hier. Alter, was ist das aber? Das sind holzige Sachen. T-Shirt und Cap. Entweder ist das ein Prank oder der ist im Wasser. Er würde doch niemals seine Cap ausziehen. Hat die da? Da hat er die irgendwo hingelegt. Nicht rennen im Schwimmbad, aber ich muss. Ich habe nur noch 5 Minuten. Ich werde jetzt einmal zu Holzis Sachen gehen, gucken, ob das wirklich Holzis Sachen sind. Holzis Cap, der hat auf jeden Fall einiges durchgemacht. Wir gehen all in. Ist mir egal, ich filme jetzt einfach. Auch wenn mich alle blöd angucken, ich filme jetzt einfach. Ich muss die Jungs filmen. Der ist auch nur noch. Hello there. Er ist es! Er ist es! Alter,
Junge, ich dachte, das wird jetzt über cringe. Ich kann nicht die ganze Zeit meine Luft anhalten. Oh mein Gott. Taki ist der Letzte, Digga. Der hat niemals die Regeln verstanden. Ich wette, der ist in einem Bereich, der schon längst geschlossen ist. Anthony, Anthony, du di du di da. Anthony, Anthony, du di du di da. Oh nein, wo ist denn Taki? Das kann nicht sein. Taki, Taki, Rumba. Wo ist Taki, Taki, Rumba? Ja gut, sonderlich Mühe habe ich mir am Ende dann auch nicht gegeben. Hier liegen meine Sachen. Da bin ich reingegangen, das ist das Becken. Hätte man sich denken können, aber ich meine, ich habe keine Zeit gehabt. Was soll ich machen, Alter? Die Zeit wird jetzt in wenigen Sekunden ablaufen. Taki hat mich hops genommen. Egal, wenigstens noch einmal rutschen, wenn man schon mal hier ist. Oh, ich glaube, da ist gar kein Wasser. Ich hab keine Zeit mehr. Die Zeit ist official over. Yes, Bamu! Damit hat Taki offiziell gewonnen, erstmal mitgemacht, direkt gewonnen, aber ich glaube, wir werden ihn auch nicht mehr finden und er kommt auch nicht raus. Also, das war's mit Taki. Danke fürs Zuschauen, Leute. Eine Ewigkeit später. Taki, gewonnen! Gewonnen! Wo warst du? Ja, ja, ja. Die ganze Zeit da? Ja.